get down, let's get down to business. One more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Freunde, ich bin langsam durch. Ja, okay. Ich komm gleich, ja? Ist das dein Ernst, Alter? Willst du denn, Digga? Das ist meine Freundin, der du danach klotzt. Glückwunsch! Ach, komm. Schon öfter hier, ne? Was ist das für ein Teil? Eine Kamera? Sieht so aus, ja. Das habe ich auf dem Klo gefunden, einen Duftspender. Ohne Scheiß. Ja? Ist er da versteckt? Das ist eine Spannerkamera. Keine Ahnung. Ja, machst du hier Spannervideos oder was? Alter, bist du pervers, Mann? Raus! Nicht raus, das klären wir jetzt, das geht gar nicht. Okay, letzter Punkt. Letzte Nacht haben am Venusberg wieder Müllcontainer gebrannt. Haltet also auch grundsätzlich dort die Augen offen. Das war's schon. Sollte eine ruhige Sonntagsschicht werden. Noch Fragen? Chris? Was hat denn Mattes mit seiner Hand gemacht? Also das ist eine sehr gute Frage. Der hat buchstäblich die Hand für mich ins Feuer gelegt. Aha. Ja, wir haben Blinis gemacht, diese russischen Pfannkuchen mit flambiertem Obst. Das klingt eher nach flambiertem Mattes. Guck mal, die kochen sogar zusammen. Ich warte seit 2 Wochen auf ein gemeinsames Feierabendbier. Wir haben Kochkurs gemacht, das sollte eigentlich ein Geschenk für meine Mutter sein. Was wahrscheinlich auch die bessere Idee gewesen wäre. Ich kann ja nicht wissen, dass du gleich den ganzen Arm mit rum übergießt. Immerhin weißt du jetzt, wie man Feuerlöscher bedient. Ich sag ja immer, Finger weg vom Alkohol, ne? Pina Chris, Einsatz, Schlägerei im Tiefflug. Siehst du, ist doch sowas wie ein Feierabendbier. Schmackt euch mal! Hält sich jetzt mal mit dem Rechtsfinger voll. Hört auf jetzt! Habt ihr sie doch alle? Schluss jetzt! Ah! Doch gut jetzt! Hallo? Jona? Was ist passiert? Ich habe. Ben hat sie voll am Rücken erwischt, glaube ich. Peter 21 für Peter 21-3, komm. Peter 21 hört. Schickst uns bitte den Notarzt. Weibliche Personen, starke Schmerzen. Ansonsten haben wir die Situation unter Kontrolle. Was war hier los? Wann haben Sie den Duftspender zuletzt aufgefüllt? Den habe ich seit Monaten nicht mehr angefasst. Batterien sind ständig alle. Die Nachfüllflaschen kosten Vermögen. Das Loch für die Kamera ist kaum zu sehen. Das ist sogar ein Bewegungssensor. Kaum zu fassen.
Das war nicht Ihre Idee? Wir wollen sowas aufnehmen. Frauen beim Pinkeln. Das ist genau die Frage. Naja, dann hat sich das ja erledigt. Die Kamera hat einen Speicherchip und den haben Sie. Gar nichts hat sich hier erledigt. Die Halterung ist voller Klebereste und der Chip wurde anscheinend mehrfach ausgewechselt. Schicken wir die anderen Kabinen. Jetzt langsam hat das alles ein bisschen Sinn, Herr Breuer. Die haben sie alle schön rausgehalten. Wir bringen Ihre Freundin zur Kontrolle ins Krankenhaus. Wollen Sie direkt mit? Ja, Sie können mitfahren. Ihre Daten haben wir. Alles Gute. Ist das Neues? Melanie ist bereits informiert und die Spusi auch. Spurensicherung? Weil der kleine Pisser sich hier aufgespielt hat. Sie haben mit Ihrem Faustschlag die Frau möglicherweise schwer verletzt? Ja, nur weil so ein flotter Boyfriend meint, sich hier aufspielen zu müssen. Das klären wir dann schon. Aber die Minikamera ist ein echtes Problem. Ja, wann kann ich denn den Laden wieder aufmachen? Nachdem die Spurensicherung durch ist. Ihnen ist wohl noch nicht ganz klar, was hier passiert ist. StGB 201a, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Ja, so what? Bis zu 2 Jahren Knast, Herr Seefeld. Das ist alles auf Ihrer Toilette hier passiert. Komm, gib uns doch die restlichen Aussagen. Hallo. Was fangen wir jetzt damit an? Also, wenn Pina recht hat und die versteckte Kamera schon länger Aufnahmen gemacht hat, dann sind die Lecks im Netz. Das ist eine Sache fürs LKA. Im Netz? Ich zeig's euch. So, das hier ist die meistgeklickte Schmuddelseite im Netz. Ich gebe mal versteckte Kamera als Genre ein. Voyeur oder Spycam tut's auch. Das darf doch nicht wahr sein. 64.000 Views? So oft wird das angeklickt. Das ist noch lange nicht alles. Wie funktioniert das genau? Also, musst du dir vorstellen, wie eine Mischung aus Videoplattformen und sozialem Netzwerk. Also, die Nutzer haben Profile, laden ihre Filme hoch, die kannst du kommentieren und kannst dir private Nachrichten schreiben. Alter, woher weißt du das alles? Neulich Fortbildung in Cyberkriminalität. Dann könnten wir vielleicht über die Webseiten den Täter ausfindig machen. Paragraph 201a StGB, das ist ein Antragsdelikt. Die Frauen wissen noch nicht mal, dass sie Opfer geworden sind. Wir müssen da jetzt dranbleiben. Dafür hat das LKA-Spezialist. Klär das mit dem Chef. Der hat keine Zeit. Der muss einen Vortrag vorbereiten für die Führungsriege morgen. Bei der Vorstellung, dass von mir solche Videos im Netz rumgeistern, da wird's mir ganz anders. Okay, in den Behandlungsraum 2 bitte, ja? Auf die 7 bitte, ja? Kann ich mal sehen? Oh, der Kollege kommt gleich. Nehmen Sie da drüben Platz. Hi, Jasmin. Hi. Gut, was los, ne? Ja, mein Kollege hat Sonderurlaub beantragt. Lazar, wegen seiner verstorbenen Frau? Ja, genau. Was liegt an? 23-jährige Patientin nach Vorschlag in die linke Flanke. Unter Schmerzen kurzzeitig kollabiert. Kein ABC-Problem, leichter Thorax, Kompressionsschmerz links, Flankenschmerzen links. Okay, das schauen wir uns im Schockraum an. Was ist mit Ihnen? Cut am Kinn. Okay, das muss warten. Schau ich mir nachher an, ja? Bis dann. Bitte am Empfang melden. Ja, sehr gut. So machen wir das. Noch einen schönen Tag. Jo. Also, es wird noch ein Weilchen dauern, bis das LKA sich damit beschäftigen Ernsthaft? Kann. Ist Sonntag. Die Kamera soll in die KTU. Die Spusi ist unterwegs. Es geht alles seinen Gang. Und wenn der Täter kommt und seinen Speicherchip holen will? Wir brauchen eine Überwachung im Club. Du weißt aber, was das für ein Aufwand ist. Wir haben keine Ahnung, wie viele Frauen auf diese Weise gedemütigt wurden. Aber es könnten viele sein. Und dagegen müssen wir jetzt sofort vorgehen. Aber ob die Frauen das heute oder morgen erfahren, spielt denn das überhaupt eine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Schau dir den Dreck doch mal bitte an. Und achte besonders auf die Kommentare unter den Videos. Diese Frauen werden so ekelhaft missbraucht, die müssen sich dagegen wehren können. In Ordnung. Wie? Leg los. Gut. Alles okay, Frau Maschke? Mhm. Geht das mit den Schmerzen? Mhm. Hallo, Kira. Hallo, Frau.
Frauke, kann ich Dr. Jonas sprechen? Oh, ist gerade schwierig. Ist viel los heute, weißt du? Wenn mein Vater fehlt? Nein, sind nur viele Patienten. Okay, dann warte ich hier. Kannst du ihr aber bitte Bescheid geben? Klar, mache ich. Aber... Das ist wirklich wichtig. Okay. Ich bin gleich hier, ne? Elbkrankenhaus Hamburg, Sie sprechen mit Frauke Prinz. Was kann ich für Sie tun? Komm schon, du hast doch auch mitbekommen, dass zwischen Melanie und Mattes was läuft. Wie läuft? Ja, das ist es ja. Ich meine, Kochkurs. Wenn die was zu sagen haben, dann werden die es schon tun. Und wenn die es einfach verbergen und die schon längst... Keine Ahnung. Aber wenn das rauskommt, dann können die keinen Dienst mehr zusammenschieben. Und das wissen die auch. Nicht viel Sinn, was ihr da macht. Wie wollt ihr denn sowas Konkretes finden? Die Kabine ist ja schon sehr auffällig. Wenn das Vorschaubild hier auch zeigt. Bei den Thumbnails ist ja ein bisschen die Umgebung zu sehen. Sollen den Film ja anteasern. Ich gebe da mal was in den Suchfilter ein. Das Angebot anzukreisen. Hier. Deutsch, Bar, Club, Toilette. Warum ist das alles online? Wie willst du sowas kontrollieren, ja? Sowas läuft international. Da läuft richtig was schief, sag ich mal. Oh, ich hab was. Ihre Beschreibung deckt sich mit den Aussagen der anderen. Nur beim wesentlichen Punkt, da weichen Sie aus. Wieso sind Sie dem Wirt gegenüber so aggressiv geworden? Aggressiv? Ja. Sie haben ihn wegen der Kamera verdächtigt und sogar angestoßen. Ja, es ist sein Klo. Grundsätzlich zugänglich für jeden. Schon, aber der hat Björn auch vorher schon so ekelhaft abgecheckt. Abgecheckt? Ja, ist der nicht auf den Hintern gestartet, war auch völlig egal, ob das jemand mitkriegt oder nicht. Wollen Sie einen Strafantrag stellen? Von mir aus nicht. Ich habe ihn ja provoziert. Für Ihre Freundin? Ich glaube nicht, dass der Björn verletzen wollte. Er stand plötzlich zwischen uns, einfach unglücklich. So, dann schaue ich mir mal den Cut an. Sind wir fertig? Können wir denn mit Frau Maschke sprechen? Ach so, ja, die müsste inzwischen in ihrem Zimmer sein. Fragt Frauke, ja? Danke. Mhm. So. Wie geht's ihr denn? Sie sind der Freund? Hm. Ja, sie wird zur Beobachtung noch einige Zeit hierbleiben, weil sich so eine Nierenverletzung erst später bemerkbar machen kann. Das muss die Kabine aus dem Tiefflug sein. Hier. Goat Mix. Greatest of all time. Das Beste aller Zeiten. Dann wollen wir das mal starten. Das ist doch Frau Maschke. Ja. Sie wurde schon mal dort gefilmt. Ich schicke den Link mal Pina und Chris. Die sollen Frau Maschke informieren. Die Katze ist gefüttert und hier ist alles, was du brauchst. Danke, total lieb von dir. Wie geht's dir denn? Tut noch ein bisschen weh, aber nur, wenn ich mich bewege. Was ist das aber auch bitte für eine krasse Nummer mit der Kamera? Ja, aber deswegen fand ich es auch richtig süß, wie Nikolas sich für mich eingesetzt hat. Ja, naja. Nikolas halt, ne? Wieso? Ach, keine Ahnung. Er muss immer so ein Jungsding abziehen. Ja, er ist manchmal tough, aber ich mag das. Ja. Haben Sie einen Moment für uns? Klar. Juli Dücker, meine Freundin. Kann doch bleiben? Ist vielleicht sogar besser so, ja. Unsere Kollegen haben im Internet ein Video von Ihnen aus dem Club gefunden. Wie? Ein Clip von Ihnen auf der Toilette. Offenbar ein älteres Video. Ach du Scheiße. Das will ich sehen. Ja. Drücken Sie einfach auf Play. Wir warten draußen, ja. Thank you.
Frau Dr. Jonas? Ja? Ihre wartet schon seit 2 Stunden vorne. Ich habe ihr gesagt, dass es heute schwierig ist. Ja. Also die 5 Minuten habe ich. Nehmen Sie das. Throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous that I can't. Komm jetzt auf den Scheiß aus. Es ist einfach so krass. Das kann jeder sehen, Biona. Können wir darüber reden? Klar. Also, den Klamotten nach, das ist nicht so lange her. So 2 Wochen. Das ist der Horror. Ich meine, wir sind alle regelmäßig in dem Club. Wie geht's Ihnen denn damit? Das ist doch einfach nur albern. Also, finden Kerle sowas wirklich erotisch? Das spielt doch gar keine Rolle. Das ist einfach so erniedrigend. Ja, aber wer bitte guckt sich sowas an? Und ich meine, so viel sehen tut man ja auch nicht. Aber Sie haben schon verstanden, dass dieses Video frei verfügbar ist im Internet. Allein auf der Seite wurde es zigtausendfach angeklagt. Aber das ist doch einfach nur armselig, Typen, die sich an sowas aufgeilen. Wollen Sie Strafantrag stellen? Klar willst du das. Okay. Und das Video muss gelöscht werden. Macht das die Polizei? Die Spezialisten vom LKA sind bereits informiert. Und wir setzen natürlich alles daran, um denjenigen zu identifizieren, der das Video hochgeladen hat. Hier bist du ja. Wie geht's dir? Naja, mal ganz okay und mal nicht so. Mamas Beerdigung ist Ende nächster Woche. Deshalb habe ich nachgedacht und dafür bräuchte ich ihre Hilfe. Du kannst ruhig Jasmin sagen. Du. Deine Hilfe. Gut. Schieß los. Mamas Organe haben doch anderen dabei geholfen, gesund zu werden, richtig? Ja, das ist richtig, bestimmt. Ich will die alle zur Beerdigung einladen. Was sagt denn dein Vater dazu? Den habe ich nicht gefragt. Er hängt ziemlich durch und da wollte ich ihn nicht noch mehr belasten. Weißt du, Kira, ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Idee. Und ich verstehe auch, dass du das machen willst, damit das mit deiner Mutter irgendeinen Sinn hat, ja. Aber das geht leider nicht. Organspenden sind anonym. Ja, aber ich habe mich informiert und gelesen, dass man Briefe schreiben kann. Weißt du, es ist so. Der Organempfänger, der kann einen Dankesbrief schreiben. Und dieser kann auch weitergeleitet werden, wenn die Hinterbliebenen des Spenders dem zustimmen. Aber in diesem Brief darf nichts stehen, das Rückschlüsse auf die Identität zulässt. Würdest du zur Beerdigung kommen? Ich würde mich freuen. Und Papa auch. Ich komme sehr gern. Ich verstehe Biona nicht. Für mich wäre das der absolute Albtraum. Ja, wir ermitteln jetzt erstmal in der Sache und dann sehen wir weiter, Frau Dücker. Was sagt denn der Barkeeper aus dem Tiefflug? Dazu dürfen wir Ihnen leider keine Auskunft geben, aber die Toiletten waren frei zugänglich. Okay. Das ist nur, ich würde ihm das klar zutrauen. Das ist nämlich so lange her, da hat er mich am Po begrapscht. Haben Sie ihn angezeigt? Nee, ich wollte feiern und keinen Stress. Und Sie gehen da trotzdem noch alle hin? Das war eher so Nikolas Laden. Wir waren mal zusammen deshalb. Aber alles gut. Ich habe Schluss gemacht. Erst danach sind die beiden zusammengekommen, von daher. Okay, vielen Dank. Was für eine Nacht, oder? Völlig irre. Was hast du der Polizei erzählt? Willst du den Wirt anzeigen? Ja, aber ist mir gerade nicht so wichtig. Hey.
Okay. Willst du allein sein? Ich komme heute Abend nochmal, okay? Frau Maschke, wie geht's Ihnen? Keine Beschwerden? Nur wenn ich mich bewege. Das ist normal. Im Urin war kein Blut, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich schaue nachher noch mal nach Ihnen, ja? Ist wirklich alles okay? Hey, die KTU konnte Fingerspuren auf dem Duftspender und da auf der Kamera sichern. Ah, okay. Wir haben die Scans vom Wirt Nikolaus Breuer und Frau Maschke eben verschickt. Alle hatten die Kamera in der Hand. Sehr gut, das hilft beim Abgleich. Außerdem haben die festgestellt, dass die Speicherkarte der Kamera fast voll war. Das heißt, der Täter kommt möglicherweise zurück, um die Karte zu tauschen. Problem ist nur, dass das LKA noch braucht, um eine technische Überwachung einzurichten. Das könnten wir doch übernehmen. Es wäre die Chance, den Täter direkt zu erwischen. Ja, wie willst du das machen? Dich auf die Schüssel setzen und warten? Ich habe da schon eine Idee. Dazu müssten wir allerdings den Wirt einbinden, der noch verdächtigt wird. Währenddessen versuchen wir, an den Mann ranzukommen, der das Video hochgeladen hat. Wie das? Naja, die IP-Adresse des Täters muss das LKA ermitteln. Da der Betreiber der Webseite aber im Ausland sitzt, ist das etwas kompliziert. Deswegen probieren wir einen anderen Weg. Der User SpiceLord, der kommentiert seine hochgeladenen Videos ganz gerne mal selber. Hier zum Beispiel schreibt jemand, geiles Frischfleisch mal wieder, Daumen hoch. Darauf SpiceLord. Ich kenne ein paar von den Schlampen sogar höchstpersönlich. Grinse-Smiley. Könnte Prahlerei sein, aber ich habe mal über ein eigenes Profil jetzt Kontakt mit ihm aufgenommen. Was hast du geschrieben? Sehr geiles Material. Leider ist dein Profilbereich gesperrt. Hast du mehr von diesen Schlampen? Tja, Freunde, so wird da kommuniziert. Nee, die Idee an sich ist ja gut, aber warum ich? Du hast Pflicht gewählt. Sorry. Sonst hätte ich den Job natürlich gemacht. Ist klar. Beschwer dich nicht. 2 Wochen Dienstwagen reinigen. Wer verliert? Ja, ich mach's. Dann bist du jetzt dran. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Du fragst Mattes und Melanie, ob die beiden was miteinander haben. Nee. Bis Schichtende. Da muss ich mir dein Gelaber nicht länger anhören. Keine Ahnung, was für ein Problem das ist. Betroffene Frauen, die schreiben. Diese Kameras können theoretisch überall sein. In mobilen Toiletten, Umkleiden, Duschen. Jetzt steigere dich da nicht so rein, das bringt auch nichts. Ey, weißt du, wie schwer das ist, diese Videos aus dem Netz zu kriegen? Es gibt hunderte Pornoseiten und jeder kann sich das runterladen. Selbst wenn das gelöscht wird, irgendjemand lädt es eh wieder hoch. Das ist strafbar und dagegen kann man rechtlich vorgehen. Dann zahlst du Bionis Anwalt, oder? Das kann ich nicht und das weißt du genau. Was auch ein bisschen an deinem Lebensstil liegt, ne? Warum wirst du jetzt persönlich? Entschuldigung. Wo willst du hin? Ich muss raus, ich brauche frische Luft. Wenn du Biona siehst, dann mach sie damit bitte nicht verrückt, okay? Ey, ich war auch im Tiefflug. Aber klar. Hi, Henrik. Wie läuft's im Labor? Super. Mit dem neuen Galvanometer können wir jetzt den Laser noch schneller ausrichten. Mega. Seid ihr wieder zusammen? Nee. Wir streiten auch so. Ist was passiert im Tiefflug? Ja, aber dass sie meine Gäste ausspionieren, passt mir gar nicht. Was glauben Sie, was passiert, wenn sich herumspricht, dass Frauen auf ihrer Toilette heimlich gefilmt worden sind? Okay. Hauptsache, sie erwischen den Perversling. Und Ihnen ist nie jemand aufgefallen, der sich verdächtig bei den Toiletten aufgehalten hat? Das ist regelmäßig. Die ganzen Pärchen, die es nicht rechtzeitig nach Hause schaffen. Was ist mit den Mitarbeitern? Alles Mädels. Ich mag Mädels. Werden die auch von Ihnen betatscht? Wer sagt denn sowas? Warum glauben Männer eigentlich immer, dass sie damit ungestraft davonkommen? Meine Quote ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich hoffe, die nächste Frau zeigt sie an. Ich mache mich bereit. Okay.
Und Sie können dann wieder öffnen, ne? Ja, okay. Wie geht's denn der Kleinen? Romaschke muss zur Überwachung noch im EKH bleiben. Ach, es tut mir leid. Wenn der Typ nicht so aggro gewesen wäre. Das rechtfertigt noch lange nicht, dass bei Ihnen die rote Lampe angeht und plötzlich Faustrecht gilt. Faustrecht? Kommt da noch was? Das entscheidet die Staatsanwaltschaft. Aber ich denke, ja. Ey, wenn du daneben pinkelst, macht es einen Zehner extra. Seit wann gibt's denn hier Service? Immer wenn Pauli ein Heimspiel hat, dann kommen zu viele von draußen. Ich bin nur Gast. Ich freue mich trotzdem über Trinkgeld. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ich krieg die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Das ist so demütigend. Diese Kommentare. Die nehmen mir meine Würde. Ihre Würde können die Ihnen nicht nehmen. Die kommt aus Ihnen selbst. Was diese Leute versuchen, ist Macht auszuüben, sie zu verletzen. Was machen Sie eigentlich, wenn da draußen mal jemand aufdringlich wird? Das ist doch bestimmt schon vorgekommen. Ja. Und dann? Die falte ich zusammen. Sehen Sie, das ist der Weg. Wehren Sie sich, kommen Sie raus aus Ihrer Opferhaltung. Wie? Indem Sie darüber reden, so wie wir jetzt. Reden Sie mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden. Sagen Sie, was Ihnen das ausmacht. Gehen Sie in die Offensive. Okay? Hm, ich warte eigentlich auf Antwort von diesem Spice Lord. Glaubst du, er sei noch gut? Mhm, nicht. Müsste man vielleicht mal aufwärmen. Gib mir eine Flasche rum. Ich regel das. Ist schön mit dir. Hm? Ja, wir sind ein super Team. Ein Team. Genau. Warte, ich habe gerade gesehen, dass du eine Antwort auf deine Anfrage gekriegt hast. Oh. Die freigegeben. Hau rein. Einladung zum Profil nur, wenn du selbst Material lieferst. Wenn das fein ist, können wir auch über Kohle reden. Hab gute Kunden. Das habe ich befürchtet. Die sind vorsichtig. Ja, scheint auch ein Geschäft für ihn zu sein. Was machen wir jetzt? Keine Chance. Die Szene bleibt unter sich. Die sind wie ein Club, die tauschen sich intern aus. Können wir nur hoffen, dass Chris und Pinar den Typen direkt erwischen, oder? Dass das LKA das über die IP-Adresse regelt. Was sei denn? Was? Wir liefern, was er will. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich hab mich schon entschieden. Henrik?
Sicher, dass du raus darfst? Geht schon. Hast du eine Zigarette? Mhm. Hast du das Video gesehen? Nein. Was Nikolas erzählt hat, hat gereicht. Hm. Warum bist du hier? Ich weiß nicht. Ich wollte fragen, ob ich dir irgendwie helfen kann, schätze ich. Wenn das erstmal im Netz ist, dann hast du keine Kontrolle mehr darüber. Wenn mein Gesicht nicht im Bild ist, dann ist es kein Problem, okay? Ja, Kamera ist bereit. Und bitte. Für 30 Cent? Wow! Hast du mal einen Filzer? Mann, du nervst, geh pinkeln! Er hat geantwortet. Du mehr von der heißen Bitch. Charmant. Wir wollen sein Freund sein. Also? Nee. Mein erster Versuch. Ich war nervös. Nur die Ruhe. Die Schlampen wollen das. Lol. Was soll ich denn darauf jetzt schreiben? Wenn du noch mehr von dem Babe hast, nicht hochladen, schreib mir erst eine Private Message. Jetzt wird er gierig. Ich glaube, wir haben ihn. Ich kenne Sammler, die zahlen für exklusives Schlampenmaterial. Okay. Wir sind interessiert. Yes. Also, bin dabei. Muss aber noch viel lernen. Muss los, bist eingeladen. Ich glaube, wir sind drin. Jetzt wird's spannend. Das sind viele Videos. Oh Gott. Ich kann das auch allein machen, wenn du willst. Ja, schon gut. Ich wollte nur gucken. Haben wir ihn? Sieht so aus. Sowas wie geheime Aufnahmen würde ich niemals machen. Schon gar nicht von Bione. Wieso schon gar nicht? Ich mag sie. Vielleicht auf eine kranke Art und Weise. Ich wohne mit Nikolas und Juli in einer WG. Die beide waren mal ein Paar. Über Nikolas kenne ich auch Bione. Er hat mir vorhin erzählt, was heute Morgen passiert ist. Ja, und?
Ich wusste, dass Sie die Kamera haben. Warum sollte ich als Täter da hingehen? Eben. Was wollten Sie auf dieser Toilette? Mir ein Bild machen. Ich war geschockt. Und dann schleichen Sie an einen Tatort. Ich habe Bione auch im Krankenhaus besucht. Sie können sie fragen. Schlechtes Gewissen? Nein. Außerdem, Sie haben gar nichts gegen mich in der Hand. Ich habe die Kollegen vom LKA angespitzt. Ihr könnt der Frau mitteilen, die Kollegen werden sich gleich morgen darum kümmern, die Videos zu löschen. Und noch besser, die großen Suchmaschinen werden die Clips dann auch nicht mehr verlinken. Hört sich sehr gut an. Wir haben gegen den jungen Mann nichts in der Hand. Jedenfalls nichts, was einen Durchsuchungsbeschluss mit Überprüfung seiner Geräte rechtfertigen würde. Dann wollte ich ihn gehen lassen. Moment, ist das nicht Julie Düker, die Freundin von Biona Maschke? Ja, stimmt. Mit einer Bierbuddel. Sieht nach Party aus. Das ist ein privates Bad, Leute. Die muss doch wissen, wo das ist. Was ist los? Habt ihr ihre Nummer? Könnt ihr sie erreichen? Ja klar, über Frau Maschke. Sorry, Video no longer available. Ich glaube, der Account ist gelöscht. Ich habe keinen Zugriff mehr. Aber ich habe einen Screenshot gemacht. Wie bitte? Wieso wird denn das gerade jetzt gelöscht? Moment mal. Hat der junge Mann in der Vernehmung etwa Zugriff auf sein Handy? Das Handy. Sofort. Jetzt haben Sie ein Problem. Ich verstehe, was laufende Ermittlungen sind. Ich will nur wissen, was es bedeutet. Auf dem Screenshot bin ich im Bad meiner WG. Okay. Danke. Tschüss. Was sagen die? Sie ermitteln. Juli? Aber das bedeutet doch... Hendrik oder Nikolas? Wir haben die Bestätigung. Das sind die Aufnahmen aus Ihrem WG-Badezimmer. Was wissen Sie über diese Kamera? Nichts. Sie reden jetzt! Ich war vor 3 Wochen. An meinem Geburtstag. Du warst da, meine Freundinnen. Die Kamera läuft vielleicht jeden Tag. Keine Ahnung, wie lange schon. Was machst du? Offensiv sein, hat Dr. Jonas gesagt. Wir fahren hin. Hier. Komm. Juli, bist du das? Festplatten gelöscht? Ist jetzt fertig. Vielen Dank für die Warnung. Ich wollte dich nicht warnen. Ich wollte dir die Chance geben, dich zu stellen. Du bist so ein Schwein. Hm. Wie bist du aufgekommen? Als ich dich neulich überrascht habe. Da lief so ein Video. Hast du es doch gesehen? Hättest abschließen sollen. Ja, du hättest einfach klopfen können. Ich war vorhin am Tiefflug. Die Deko ist echt sehr auffällig. Ich habe sie sofort wiedererkannt. Und? Kein Zufall. Du siehst dir diesen Dreck nicht nur an. Du hast auch die Kamera installiert. Okay. Aber ist jetzt egal, weil es eh vorbei. Nichts ist vorbei. Hendrik, ich bin da irgendwie reingeraten. Hörst du? Das ist... zur Sucht geworden. Da sind Typen, die wollen mehr. Ich gebe denen mehr und die wollen noch mehr. Und einige von denen, die bezahlen gutes Geld. Ich brauche die Kohle, das weißt du. Du bist gierig. Ja, so sehr, dass du sogar hier bei uns eine Kamera installiert hast. Wo weißt du das? Hendrik, bitte, wenn das rauskommt, dann komme ich in den Knast. Verstehst du das? Ins Gefängnis. Da ist mein Leben zerstört.
Buch. Ja, ist gut, ist gut. Ey! Das stimmt nicht mit dir, Mann! Komm. Warum? Na, noch bei uns? Bist du völlig irre? Sorry, ich wollte nicht, dass ihr da... Es ging ums Geld. Ums Geld? Nikolas, ich hab deine scheiß Kommentare gelesen. Mann, das ist krank! Du bist so ein armseliges Arschloch. Danke. Selbstverständlich. Aber ihr Freund da drüben, der hat uns auch geholfen. Die Spezialisten vom LKA kümmern sich morgen darum und werten auch die Videos aus. Das heißt leider nicht, dass die Videos nicht wieder auftauchen können, aber es wird helfen. Okay? Komm. Der hat uns geholfen? Der hat uns beinahe alles vermasselt. Ja, komm schon. Hm? Danke, Henrik. Ja, ist doch klar. Deine Aufnahmen hätten wir den Täter vielleicht nicht gekriegt. Bist du sicher, dass jede Kopie gelöscht ist, ja? Ja, alles gelöscht. Müssen die Kollegen ja nicht unbedingt zu Gesicht bekommen. Und ich brauche keine Aufnahme. Hey, wir dachten, ihr seid schon weg. Nee, wieso, was los? Chris hätte da mal eine Frage an euch beide. Pina wollte es unbedingt wissen, weil ihr so viel zusammen unternehmt. Seid ihr ein Paar? Paar? Ich denke mal, das sind wir ein Team. Sehr gutes Team. Na dann, geben wir noch was essen?